Oh, die Dinger wollte ich schon immer finden. Und dann mein erstes Schokolama finde ich in Fortnite Mobile. Ah. Ah. Auto-Aim. Wie gesagt, ich werde noch 5 Codes verlosen. Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Ja, es kommt aktuell viel Fortnite, aber es ist einfach so unglaublich, was in diesem Spiel aktuell passiert. Ihr seht, es sieht ein bisschen irgendwie anders aus, ne? Zum Start tippen. Es ist die Mobile-Version. Ich habe von einem Zuschauer, Clodix, fettes Dankeschön an dich. Und natürlich auch an Epic Games, I am Penta, hat mir das Spiel zur Verfügung gestellt. Und somit kann ich das jetzt auf meinem iPhone zocken und euch präsentieren. Gut, ich bin nicht der Einzige. Hast du eine Einladung zum Spiel angenommen? Da ist es, Leute. Da ist es, Fortnite für Mobile. Nicht nur das, da seht ihr auch, dass mein Charakter und mein ganzer Account von dem PC, was ich dort ja spiele, auch übertragen wird. Gehen wir einmal kurz durch. Aber bleibt dran, weil es gibt noch insgesamt 5 Codes. Wenn ihr ein iPhone 6 habt, und ich bitte auch nur wirklich die Leute dran teilzunehmen, die wirklich ein ab iPhone 6 und aufwärts haben, dann könnt ihr dran teilnehmen. Ich verlose euch 5 Codes. Ich muss mir noch überlegen, wie. Wahrscheinlich auf Twitter oder so. Bis dahin schauen wir uns einfach mal kurz das Menü durch. Da ist Battle Pass. Okay, ist schön und gut. Oh, man kann mitwischen. Ah, das Wischen ist ja schön. Man kann durch das Ganze scrollen, indem man wischt. Okay, hier sind die Herausforderungen. Alles übernommen. Alles, was der PC auch hatte, haben wir jetzt hier auch. Die Schatzjagd haben wir vor kurzem erledigt. Da ist unser Skin-Paket, ne? Nice. Okay, da ist der Shop. Er sieht fast genauso aus wie auf dem PC. Nur, dass es aktuell keine Sonderangebote gibt. Oh, das ist nett. In den Optionen haben wir was. Sprache, okay. Tauschen, annehmen und zurück. Was auch immer das bedeuten mag. Okay. Sprinten bringt Nachladen ab. Okay, die Optionen sind ähnlich. Zielerfassungshilfe auf. Bitte. Bei dem Spiel will ich echt nicht selber zielen. Aufnahme, Sprachchat. Oh ja, okay. Wahrscheinlich über das Mikrofon. Alright, Leute. Seid ihr bereit für eine schöne Runde? Duo geht noch nicht, man kann im Team aber spielen, warum auch immer. Okay, Solo, rein damit. Und das ist die Lobby, Leute. Oh, man sieht die Schritte. Es gibt ein Radar, wo die Schritte herkommen, wo Schüsse herkommen. Das ist ja mal cool, Hilfe anzeigen. Okay, das ist hier für die Minimap. Okay, und ja, der Schießbutton wurde geändert. Der Schießbutton wurde tatsächlich geändert, man muss jetzt nur noch tippen. Sehr interessant. Aktuell gibt es noch nicht so viele Spiele, wir sind erstmal 88 in dieser Lobby. Aber da ist zum Beispiel die Waffe. Was mache ich mit der? Also einfach nur drüber laufen. Ah, okay. Da kann ich die Waffe wechseln, tippen, schießen. Okay. Und das Auto-Aim. Ja, das Auto-Aim, man spürt es, ne? Das bin jetzt nicht ich, der zielt. Das bin jetzt nicht ich. Man spürt es, aber es ist nicht perfekt. Das ist echt nicht perfekt. Muss mal gucken, ob ich damit klarkomme. So, hier kann man anvisieren. Alright. Es geht los. Da ist der Battle Pass. Oh, die Karte ist so mickrig. Alter, ist die Karte mickrig. Wo springe ich raus? Ich habe keine Ahnung, wo ich rausspringe. Sollen wir mal Fatal Fields gehen? Wie springe ich überhaupt raus? Es ist alles so neu. Aber, oh, ich muss sagen, auf diesem kleinen Bildschirm sieht das Botter schön aus. Es sieht echt schön aus. Auf diesem kleinen Bildschirm, vergisst die Aufnahme, was ihr jetzt auf YouTube seht. Ne? Im Vergleich dazu ist der PC natürlich eine Grafikpracht. Aber auf diesem kleinen Bildschirm, wenn man das so in der Hand hält, das sieht echt hübsch aus. Das ist schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Klar, gegen PC kommt es nicht an, aber ja, das ist Fortnite auf Mobile-Geräte. Da ist der schöne Drache und kleine Rockler sind drin, aber ich habe ja mal die Landung volle Kanne versemmelt, ne? Alter, bin ich weit weg. Okay, ich bin gespannt, ob ich auch nur halbwegs ein paar Kills hole. Ist erstmal zum dran gewöhnen. Einfach nur erstmal ein bisschen rumballern. Aber ja, okay, jetzt ja, eine Grasbüschel gibt es. Ich bin irgendwie wie so ein kleines Kind, das gerade irgendwie in einen Süßigkeitsladen reingekommen ist und irgendwie gespannt alles anguckt. So fühle ich mich gerade und ich hoffe, ihr auch. Ne? Wie gesagt, ich werde noch 5 Codes verlosen. Ich weiß noch nicht wie. Schreibt einfach in die Kommentare. Twitter und so weiter, wir kennt ihr ja auch. Ob ich das jetzt auf Twitter verteile und so weiter, ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich eher in den Kommentaren, aber ja. Haut einfach raus und ich bitte wirklich nur die Leute rauszuhauen, die auch iOS haben, Android. Nimmt nicht die Chance für jemanden weg, obwohl ihr das Spiel nicht gar nicht mal installieren könnt. Sehr, sehr wichtig. So, Shotgun. Ich glaube, Shotgun wird eine ganz gute Waffe hier sein. Und Rocket erst. Oh, die Steuerung. Alter, die Steuerung. Ich bin zwar Mobile Gaming YouTuber, ja, aber ich war nie ein Freund von Shooter-Steuerung. Okay, ich höre was. Ah. Okay, dieses Radar ist verdammt cool. Ich muss sagen, dieses Radar. Ey, nein, ich wollte nur springen. Oh, das ist so schwer.
Es ist so schwer. Okay, okay, okay. Pickaxe. Pickaxe. Nein, wo ist die Pickaxe? Da ist die Pickaxe. Okay. Alright. Alright. Okay. Ohne Scheiß, Leute. Ich fühle mich gerade wie so wirklich in so ein Schlaraffenland, ey. So. Zack, aufmachen. Okay, die Waffen sind da. So, da kann ich bestimmt sortieren. Das Sortieren ist super. Das Sortieren mit der Touchsteuerung ist echt nice. So, und dass er alle Waffen auf, automatisch aufhebt, ist auch irgendwo nice. Okay, da muss ich nicht viel machen. Wie lade ich nach? Okay, da, boah. Alter, 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 sind das viele Knöpfe. Sind das viele Knöpfe. Und ich bin schon damit beschäftigt, hier überhaupt gerade rauszulaufen. Es ist so cool. Es ist so cool. Es ist vielleicht nur eine Notlösung in meinem Augen. Ne? Wenn man Bock hat, aber eben so eine Runde zu machen, dann macht man halt da eben eine Runde, weil man Bock drauf hat. Aber so. Zack, Granaten. Oh, da, mit Granaten muss man ja ganz aufpassen, ne? Man drückt mal eben, dass man die Waffe auf dem Boden auswechselt, aber dann schmeißt man so die Granate hin. Kann passieren. Kann passieren. Zack. Und vor allen Dingen wird man ja auch seine Statistik ein bisschen verschlechtern, falls euch das wichtig ist. Ich meine, wenn ihr jetzt hier eine Solo-Runde spielt und ihr verliert hier öfters als auf dem PC, ist natürlich eure Statistik davon betroffen. Wo sind alle rausgesprungen? Wieso ist hier keiner? Ich will meinen ersten Gegnerkontakt mal haben. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich will mir das Spiel noch angucken. Ich will mich an die Steuerung gewöhnen. Ah, dieses Radar ist super cool. Ah, ich bin... wieso laufe ich auch weiter? Dieses Radar ist echt cool. Das Radar ist echt cool. So ein bisschen, dass man weiß, wo die goldenen Truhen sind. Würde ich mir auf dem PC sogar wünschen. Nicht vielleicht nicht eins zu eins genauso. Sprich, dass man die Schritte vielleicht nicht sieht, aber für goldene Truhen und so weiter, das ist doch eigentlich ein ganz nettes Ding, oder? Ich weiß auch, warum die das gemacht haben, weil viele Mobile-Spieler ja im Bus spielen, im Zug spielen und so weiter. Und die machen da das Ding auf laut. Und diese Waffe sieht man so gut wie gar nicht. Die ist echt klein. Die machen das Telefon normal auf lautlos. Und da ist es natürlich super, super praktisch, wenn man so ein kleines Radar hat, wo die Gegner sein könnten. Oh, der Bursch ist aber sehr spät aufgeploppt. Ha, Kritik auf hohem Niveau. Kritik auf hohem Niveau. Ja, wie gesagt, ich werde 5 Codes verlosen. Ihr werdet davon... fuck. Zack. Schreibt einfach einen Kommentar rein, irgendwas Nettes und braucht gar nicht großartig zu schleimen oder was auch immer. Wenn ihr mich scheiße findet, dann schreibt rein, dass ihr mich scheiße findet. Ist halt so. Wer bin ich, der euch verbietet? So, eine Treppe platzieren. Okay. Upsa, ich habe die Treppe schleich passiert. Ja, alles, was ihr über Fortnite wusstet, könnt ihr jetzt auf jeden Fall auch vergessen. Okay, okay. So, zack, zack. Okay, ich bin gut gelootet. Aber ich fühle mich überhaupt nicht gut. Meine einzige Hoffnung ist, dass die anderen Spieler noch schlechter sind als ich. Ohne Scheiß, noch schlechter. Und das muss man natürlich erstmal hinkriegen. Viele haben vielleicht gar nicht das Know-how. Doch, ich glaube schon, hier sind schon viele Spieler dabei, die viel Know-how haben, ne? Wer weiß, bin gespannt, was ich hier so finde. Oh, da hat schon einer was gebaut. Okay, könnte unser erster Gegnerkontakt vielleicht auch der letzte sein. Wir werden es rausfinden. Ich bin gespannt, welche Waffe hier auf Mobile besser funktioniert. Shotguns oder eher schnelle Waffen, die schön schießen. Okay. Okay. Oh, Schritte, Schritte. Oh, das Radar ist super gut. Okay. Okay. Ah. Ah. Auto-Aim. Oh, das Auto-Aim hat ja mal daneben geschossen. Also das Auto-Aim müssen wir noch verbessern, Epic. Das müssen wir noch verbessern. Ich hab euch lieb, ja. Ich mag euer Spiel. Das Spiel ist schön. Macht mega viel Spaß. Aber das Auto eben war gerade nicht so toll. So krass ist Mobile Gaming auch nicht. Aber ja, die Schritte sieht man tatsächlich mega, mega weit. Also schön aufs Radar aufpassen. Das Radar ist Wahrheit. Wahrheit ist schön. So, zack. Und hier, das Bauen, das funktioniert tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Kann mich nicht beschweren. Und wenn man sich nicht beschweren kann, dann ist auch ein Danny Justin zufrieden. Okay. Okay, okay. Wir haben unseren ersten Kill. Wie gesagt, da kommen die Skills aus dem PC-Spiel rüber. Aber da habt ihr gerade das Aiming gesehen. Das muss ich mich echt dran gewöhnen. Oh! Ein Schokolama! Ein Schokolama! Mein erstes! Nice! Nice, 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 nice. Oh, die Dinger wollte ich schon immer finden. Und dann mein erstes Schokolama finde ich in Fortnite Mobile. Auf iPhone. Mega coole Geschichte. Und es gibt keinen Timer, wie lange das dauert, ne? Ne. Kein Timer, wie lange das dauert. Bam! Guckt euch an, was man für Ressourcen kriegt, Leute. Oh, juicy, 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 ne? Wir nehmen C4. Ich weiß nicht, ob ich dein Freund bin. Alter, habe ich Ressourcen. Diese Schokolama sind der Shit.
Die sind echt nice. Man kriegt richtig viele Resources. So, goldene Truhe schon wieder. Ich als Lootgeiler Boy muss leider die Truhe liegen lassen, weil ich habe irgendwie Bock auf Gegner zu ballern. Irgendwie Bock. Ah, nein, nicht schießen, ey. Das ist blöd. Man kann ja schießen, indem man einfach auf den Bildschirm tappt, ne? Ist auch in meinen Augen die bessere Wahl. Alter, was bauen die Leute für Treppen? Ich dachte, ich spiele hier gegen die absoluten Kacknoobs und die bauen Treppen. Schritte. Gegner, Auto-Aim. Seht ihr? Das meine ich. Das Auto-Aim zieht zwar mit, aber es ist daneben. Aber der Spieler sieht auch schon so aus, als ob der ein bisschen länger ist. Ich hatte mal etwas schwieriger gegen den Retail Row. Ich will einfach nur gucken, wie das Aiming ist. Auf die Gegner ein bisschen schießen. Ich will jetzt hier nicht tryharden und direkt den ersten Win holen. Ist, glaube ich, aktuell auch gar nicht möglich für mich. Bin gespannt, wie das wird auf Mobile. Wie das mit Controller-Support aussieht. Ob die Leute jetzt schon Controller anschließen, um das Ding zu suchten. Gibt ja so diverse Geräte dafür. So, okay. Schon mal die erste Waffe. Not bad. Bin ich der Einzige hier? Okay, ein paar Performance-Probleme, das wird noch geladen. Ist aber auch alles nur Beta, Leute. Okay, ich dachte mir, ich lande in Retail Row, weil da mehr Leute rauskommen, aber nicht so wirklich, ne? Ich habe jetzt auch gar nicht krass gelootet. Ich wollte einfach nur irgendwie ein paar Zielscheiben haben, wo ich drauf schieße. Ich sehe schon erste Rampen und so weiter. Also ich glaube, das Tryharden geht hier direkt los. Vom Wegen. Ich hatte echt Hoffnung, dass wenn das Spiel startet, dass die Leute so ein bisschen entspannter sind. Die sind gleich drauf, die wissen noch nicht, wie man baut. Aber ich sehe jetzt schon die ersten Mordsrampen. Ey. Was machen die? Und vor allen Dingen, wieso machen die es? So, Shotgun machen wir damit. Zack. Okay. Ups. Ich schieße immer. Und wahrscheinlich sind jetzt schon Spieler in Tilted Towers. Die können es gar nicht abwarten, auch bei der, auf der Mobile-Version in Tilted Towers rumzufliegen. Okay, ich dachte, ich kann die Treppe kaputt... Oh, der Supply Drop, direkt vor meiner Nase. Okay, cool, nice. Lasst mir das auch. Gibt ja eh gerade einen Quest. Aber ja, ich habe einen Schokolama gefunden. Hat da jemand Selbstmord gemacht oder wollte nur gucken, wie hoch man bauen kann? Wenn der eine Skybridge gebaut hätte, jetzt schon im Mobile, dann wäre nice. Soll ich alle Videoideen, die ich jetzt bereits habe... Oh, Boomstan! Der Boomstan kommt! Oh Mann, das ist echt ein geiler Supply Drop, ehrlich gesagt. Und keiner stört. Ich fühle mich voll sicher. Wenn das jetzt die PC-Version wäre, ich würde so Panik gerade haben, warum ich hier rumstehe. Als ob ich mich nicht stört, aber ich fühle mich voll sicher. Mich kann hier nichts treffen. Ich habe keine Angst vor Sniper. Da viel Spaß beim Snipern mit diesem Spiel. Aber Boomstan, Leute. Boomstan. Oh, nice. Gebt niemals Rockets. Ich liebe Rockets. Mal gucken, ob ich mit Rockets auf der Mobile-Version gewinnen kann. Ich habe nur keine Ahnung, wo die Gegner rausspringen. Ich habe echt keine Ahnung. Ich laufe hier wie ein Behinderter und ich finde keinen einzigen. Ich laufe sogar durch hier High-Traffic-Zone, wo die Leute eigentlich rumlaufen sollten. Aber hier ist nichts. Okay, ich glaube, der ist blind, was das Radar angeht. Oh! Oh! Okay. Es war schlau von ihm, mir sich anzunähern quasi. Auch wenn ich jetzt keine Nähe zulasse, aber es war schlau von ihm. Kann man schon sagen. Medikit auch noch. Okay. Zack und zack. Alright. Unser erster Kill. Ich habe ein paar Mal versucht zu schießen, wo ich zum Beispiel hochgesprungen bin. Ne? Wollte ich im Sprung mal schießen, aber hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Oh Mann. Oh, komm, der hat natürlich volle Kanne Schusslinie, ne? Ah, da sind auch schon die ersten Tryharder. Man sieht die mit den Skins. Ah ja. Schwieriges Ding, aber der hat auch nur einen einzigen Kill und ich war das. Schwieriges Ding, aber ja, der hat wirklich die gerade Schusslinie. Er musste nur auf mich zielen und dann hat er mich schon. Bis ich mich umgedreht habe, bist du tot. So schnell kann ich auch nicht bauen in dem Ding. Okay, ich bin wirklich gespannt, welche Fingerakrobaten in diesem Spiel abgeben werden, ob man mit Controller machen wird. Ich werde wahrscheinlich ab und zu mal auf einer Mobile-Version irgendeine Challenge machen. Ne? Auf Mobile-Geräten Gewinn-Challenge oder sowas. Die Download-Codes kriegt ihr zugesendet. Ich hoffe, ihr habt einen Kommentar geschrieben. Natürlich würde ich mich über ein Abo freuen, wenn ihr denkt, ich bin eine coole Sau. Und, der versteckt sich hinter Bäumen. Das ist schlau. Es ist eine andere Meta. Es ist eine andere Meta auf Mobile-Geräten, einfach weil die Leute anders spielen. Während auf dem PC quasi eine Baumeta herrscht, dass man da einfach bauen muss, ist auf Mobile wahrscheinlich eine ganz andere Meta. Aber ja, der Kerl sieht also aus, als ob er Tryhard hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und gebt mehr Flosse. Flop!